Willkommen zurück zum besten Let's Play der Welt, zu Gothic 2 in der Nostalgic Edition. Und wir sind hier bei den Wassermagiern, richtig. Wir gehen jetzt auf Fokussuche. Fokussuche? Ornamentsuche. Fokussuche machen wir noch nicht. Das machen wir erst, wenn wir in die Jagd lassen. Oh, da hinten gibt es wieder auf die Fresse. Deswegen rennen wir mal schnell durch. Mit der sogenannten Sprintmod, die heißt nicht mal so, ne? Die hat eigentlich einen ganz anderen Namen. Und mich fragen die Zuschauer dann immer: Hey Danny, ich finde irgendwie keine Sprintmod. Und ich so: Ja. Ja, die heißt leider nicht so, die heißt anders. Komm her, die heißt Run Animation. Oh, jo. Da ist irgendwas mit Run Animations. Meine Erfahrung. Ein Mistvieh weniger. Mistvieh. Wie alle draufschlagen, ne, und sich drüber freuen. Ja, irgendwas mit Run Animations, ich glaube. Fast Run Animations, irgendwie sowas. Ach, erzähl mir nicht so. Bevor ich wieder was Falsches sage, halte ich mich damit lieber zurück. Es kamen noch ein paar Fragen rein. Die erste ist direkt von Tim H. Freue mich über die neue Folge. Muss dir irgendwann mal Shogun auf Disney Plus geben. Warum gibt es denn eigentlich kein 1440p mehr? Die Antwort ist schnell gegeben. Es dauert zu lang, um zu rendern. Die Renderzeit beträgt das Doppelte, wenn ich auf 1440p rendere. Mit meinem Programm. Hey, du bist neu in der Stadt, was? Ja. 1080. Und was ist mit dir? Ich komme vom Festland und jetzt hänge ich hier rum. Ich habe bald kein Gold mehr. Kann wohl nur noch zur Miliz gehen. Aber das will ich nicht. Ich lasse mich doch nicht für den König von den Orks abschlachten. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Ist das wirklich? Was kannst du mir über die Miliz erzählen? Einer der Paladiner hat das Kommando übernommen, ein gewisser Lord André. Er versucht, die halbe Stadt zu mobilisieren für den Fall, dass die Orks angreifen. Aber du musst Bürger der Stadt sein, um aufgenommen zu werden. Trainieren kann man zwar auch so viel ich weiß, aber man wird nicht offiziell aufgenommen. Ist eigentlich ganz interessant, weil dadurch erfährt man, dass man bei Wulfgar trainieren kann. Was kannst du mir noch über Lord André erzählen? Er hat auch das Amt des Richters übernommen. Prost erstmal. Wenn du hier in der Stadt Ärger machst, musst du dich vor ihm verantworten. Ich hatte mal eine Schlägerei mit einem der Bürger. Der ist direkt zu Lord André gerannt und hat alles gepetzt. Der Spaß hat mich 50 Goldstücke gekostet. Ich kann froh sein, dass es nachts war. Sonst hätten es noch andere mitgekriegt. Je mehr Leute sich in diesem Kaff hier über dich beschweren, desto höher wird deine Strafe. Regis mag ich auch sehr, ne? Ja, was ich eben noch zu 1080 sagen wollte. Und ich persönlich habe gemerkt, ja, außer wenn man es auf dem Fernseher jetzt guckt, sieht man keine nennenswerte Unterschiede. Ich habe mich auch selber gefragt, gucke ich selber Let's Plays mit 1440p sehr selten. Tatsächlich sehr selten. 1080 reichen mir dann meistens. Da ist alles meistens scharf. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das empfindet. Vielleicht habe ich da auch eine Fehlwahrnehmung. Kann ja auch sein. Ja, aber das wollte ich nur mal sagen. Mit wem hast du dich geprügelt? Mit einem Typen namens Valentino. Er hängt oft in der Kneipe beim Tempel rum. Ich bin ja normalerweise ein friedliebender Mensch, aber der Typ braucht da einfach was aufs Maul. Gut. Wir werden jetzt losziehen und diesen Valentino verprügeln. Davor könnten wir theoretisch nochmal schlafen. Machen wir jetzt auch. Gritta, ich benutze wieder dein Bett. Pupst ein bisschen rein. So, bis Mitternacht schlafen. Bis Morgengrauen schlafen machen wir dann direkt danach, um uns die 2-Einhandkampf von Wulfgar zu holen. Aber was ich hier machen wollte, war das hier. Denn wir haben noch ultra viele Rohstahl-Rohlinge und machen uns natürlich Schwerter draus, die wir dann an Harad verkaufen. Wäre ja schön blöd, ne? Wir sind extra zu Harad gegangen und machen literally gar kein Gold. Da wäre es ja schlauer gewesen, zu Bospa zu gehen, aber das wollte ich wenigstens noch machen. Ja, so viel zur 1440p-Frage. Die nächste ist von Beastwood. Könntest du dir vorstellen, mal beim Gothic Quest, Quiz von Umut mitzumachen? Ich wurde tatsächlich schon dazu angefragt und musste dann absagen, weil ich da nicht konnte. Ich war da, glaube ich, irgendwie unterwegs oder so. Aber da wurde mir auch kein Alternativtermin vorgeschlagen. Anscheinend war das fest. So. Ja, und da wurde dann irgendwie anders eingeladen. Ich sollte da gegen Jorgensen und noch irgendwen antreten. Hätte ich auch interessant gefunden, so. Aber, ja. Kann man machen, muss man nicht, sage ich mal. Ich finde die Idee ganz cool von ihm. Umut ist eine super korrekte Socke. Ich mag den sehr.
Ich lasse dem auch immer meine Twitch Prime Abos da, wenn der streamt, wirklich, immer. Könnt ihr auch machen, dann sagt ihm, ja, wir kommen vom Danny Kicke. Liebe Grüße, falls ihr das überhaupt, der streamt literally immer Gothic. Ja, so viel dazu. Und zum Thema Pizza. Pizza Hawaii ist richtig geil, wenn man einen Kater hat. Dank mir später. Ja, wie gesagt, ich habe auch mal gesagt, Pizza Hawaii finde ich jetzt nicht so schlimm, wie immer viele sagen. Oh, wir schmieden hier schön. Ja, denn, ich weiß nicht, es gibt ja auch Toast Hawaii, ne? Das war meine Argumentation dahinter. Aber viele sagen auch, Früchte gehören nicht auf Pizza und es wäre ekelhaft. Kann man auch so sehen. Finde ich, spricht absolut nichts dagegen. Mal gucken, wer da kommt. Ey, O'Brien! Was geht denn, Alter? Also, erstmal Klingen abkühlen. Ja, ich habe mir auch noch ein paar mehrere Themen aufgeschrieben. Ich habe vorhin YouTube aufgemacht. Ich hatte vorher die Folge aufgenommen, wo ich damit über Saturas und Pyroka die Sache hatte und welcher Magier ich gerne wäre. Und jetzt so, dann habe ich YouTube kurz aufgemacht, um kurz 5 Minuten zwischen den Folgen Pause zu machen. Mache ich immer so, um mir was Neues zu trinken und all so ein Kram. Und da kam ein YouTube-Video als Vorschlag, Finding a Good Woman. Und ich dachte mir dann so, das ist mal wieder ein cooles Thema, um das wieder im Let's Play zu besprechen. Finding a Good Woman. Denn ich dachte mir so, ja, für Frauen dann Finding a Good Man, aber hier gucken 2% Frauen zu, deswegen bleibe ich mal beim Finding a Good Woman Thema. ja, was wollte ich sagen? Das ist ja was viele beschäftigt. Gerade jetzt so, man ist ins Berufsleben eingestiegen. Was kommt denn noch im Laufe des Lebens so? Frau, Haus, Kind? Meistens hat man Kinder dann mit Frauen, so. Und ja, dann, oder adoptiert sich. Das war tatsächlich auch mal so eine Überlegung, ne? Einfach ein Kind zu adoptieren. Wenn du halt, ich sag mal, ausgesorgt hast und wenn du weißt, jo, du hättest die Zeit. Ich glaube, nur da würde sowas wirklich Sinn zu machen. Aber mit dem Hintergedanken, warum hört eigentlich jemanden reinzuholen, der vielleicht keine Eltern mehr hat, kein Zuhause hat, in dem Kinderheim groß oder aufwachsen müsste. Ich finde das halt ein, für mich persönlich, ja, gut, man kennt es da nicht anders, aber ja, mit Eltern aufzuwachsen ist dann nochmal was anderes. Allerdings kommt es dann noch drauf an, ob ich dann eine Frau hätte, die das mitmachen würde, weil allein nur als Vater würde ich das nicht machen, denke ich. Ich finde, den Part der Mutter ist auch sehr wichtig. Sowohl Mutter als auch Vater jeweils, dass das da ist. Weil die Mutter gibt gute Sachen mit und der Vater gibt gute Sachen mit. Deswegen, ich denke, durch die Mutter wird das Kind einfühlsamer und empathischer. Durch den Vater hat es Disziplin, den Biss und das Durchhaltevermögen. Ne? So. Und das sind beide sehr wundervolle Sachen. So, ich wollte ja nochmal zu Harad gehen. Das ist aber ein ganz anderes Thema. Ich wollte Finding a Good Woman darauf hinaus. Und wollte meine geschmiedeten Waffen verkaufen. Ich will meine geschmiedeten Waffen verkaufen. Gut. Gib her. So, und hier hast du deinen Lohn. Oh mein Gott! Und er hat... Okay, das haben wir noch. Ich dachte schon. Wir können aber bei Brian direkt nochmal Rohstahl kaufen. Was kann ich bei dir bekommen? Ich könnte dir Schmiederohlinge verkaufen. Verkauf mal. Ey! Ich könnte... Da braucht das Inventar auch wieder 100 Jahre, um zu laden. Ah, 1400 Gold, das ist eine Hausnummer, oder? Wir verprügeln jetzt nochmal Karl. Weil Karl hat auch immer Schmiederohlinge. Und manchmal hat man Glück. Man, er sammelt die wie ein Berserker. Oh, der ist stark. Der hat 150 Stärke, glaube ich. Na, mach ihn fertig! Mach ihn fertig! Hau drauf! Hör nicht auf! Der hat gesessen. Und... Er hat keinen Rohstahl. Oh Gott.
Oh Gott, das tut so weh. Warum hat er keinen Rohstahl mehr? Och Mann. Aber ich gehe trotzdem nochmal nach dahinter für Ignaz. Ignaz hat eventuell noch Mana-Tränke und eventuell noch Verwandlung. Jo. Darüber reden wir noch. Moin! Zeig mir deine Ware. Drachensnapper, Feuerwaran. Wir nehmen tatsächlich nochmal zweimal Entriegel mit. Einfach zur Sicherheit. Reines Mana wäre rausgeschmissenes Geld in diesem Moment jedenfalls noch. 10 Laborwasserflaschen nehmen wir noch mit. Tränke magischer Kraft. Lohnt sich, glaube ich, nicht. Schafsverwandlung ist auch geil. Ja. Nee, gut. Gut, gut, gut. Man kam durch irgendeinen Durchgang, wenn man sich in ein Schaf verwandelt hat. Wenn man dann standardmäßig als... Ich glaube da nicht dran. Miliz gezählt hat? Ich bin mir gerade nicht sicher. Irgendwas war da. Okay, Nagur gibt uns die Quest nicht mehr. Soweit ich weiß. Deswegen müssen wir Rengaro verpfeifen. Lass uns Rengaro verpfeifen. Weil wenn wir allen dreien helfen, dann kriegen wir die Erlösung in Form von Attila. Oder... Wenn wir einen verpfeifen, kriegen wir die Erlösung in Form von Attila. Aber auf eine böse Art. Ich sag's mal so. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ah, mit der Perfect Woman, genau. Pass auf, was mir aufgefallen ist, ich bin ja jetzt im Berufsleben und es kam jetzt auch schon so... Also, um mal irgendwo anzufangen, als Student verdient man wenig Geld und jetzt der Sprung... zu einem normalen Gehalt ist halt immens, ne? Und ich dachte mal, steuerlich würde ultra viel abgezogen werden, aber dem ist tatsächlich... Also, ja, doch. Deutschland hat hohe Steuern, aber es geht eigentlich. Achso, wir müssen es erst aktivieren. Ich bin so lost, ne? Ich habe schon einen Schritt weiter gedacht. Erstmal zu Rengaro. Ja, aber es ist so ein geiles Gefühl. Und da kommt natürlich immer die Frage, ja, was habe ich als nächstes geplant? Und ich denke mir, ich mache mir bei dem Thema überhaupt gar keinen Druck. Ich finde das auch irgendwie, ja, man sollte für sich definieren können, was eine gute Frau ist oder ein guter Mann, je nachdem, worauf man steht. Und dann auch gucken, okay, was wären jetzt so, ich mag zwar das Wort nicht so, aber was wären jetzt Red Flags für einen? Ne? Was geht absolut nicht? Wo würde man dann sagen, okay, da steigst du auf die Titanic und gehst dann mit ihr unter, ne? Und ich finde das ganz wichtig, weil jetzt in dem Moment, wo man Geld verdient, kann das alles ganz schnell passieren. Ungewollte Schwangerschaften, dieser ganze Scheißdreck, ne? Auch teilweise mit Frauen, mit denen man das gar nicht will, ja, und dann wollen die das Kind vielleicht behalten. Du kannst ja dann als Mann nichts mehr machen, bist ja selber dran schuld, ne? So. Vielleicht auch nur, weil mal was platzt oder so. Aber darauf wollte ich gar nicht so tief reingehen. Aber... Es ist ja wichtig zu eruieren, okay, was sind Traits, die für einen wichtig sind und mit denen man lange klarkommen kann. Und als ich dieses Video gesehen habe, Finding a Good Woman, musste ich irgendwie schmunzeln, weil mir das irgendwie in der letzten Zeit mit einem Kumpel irgendwie, also zwischen uns war das immer so ein Thema. Ja, und wir haben oft drüber geredet. Und das war halt so eine Sache. Und anscheinend hat das Handy wieder mitgehört und dann ja, kommt sowas immer schnell als Vorschlag. Wäre noch cool, wenn ich auf Amazon dann noch einen riesen Dinosaurier-Pimmel-Dildo als Vorschlag gehabt hätte. Ja, ich bin Hakon, der Waffenhändler. Kann ich etwas für dich tun? In diesen Tagen sollte jeder Mann eine Waffe tragen. Was soll das schon wieder? Vor allem, wenn er außerhalb der Stadtmauern unterwegs ist. Hast dann ein Thema, da wird wieder völlig was aus dem Kontext gerissen. hatte ich auch mal irgendwie, ging es um Radfahren und auf einmal werden mir neongelbe Handschuhe die ganze Zeit vorgeschlagen und ich dachte, was soll ich mit dieser Scheiße? Lass mich in Ruhe. Was weißt du über das Verschwinden der Bürger von Korinis? Ich habe schon viele durch das Stadttor im Osten schreiten sehen. Einige sind gekommen, die ich in meinem Leben noch nie vorher gesehen habe. Das ist auch eine schöne Quest hier. Und viele sind dort hinausgegangen und kamen nie wieder. Aber neulich geschah etwas, das war schon befremdlich. Da war so ein Kerl bei mir. Ich glaube, Joe ist sein Name. Er prahlte damit, dass er bald zu großem Geld kommen würde. Er wüsste angeblich, wie man in einen der Stadttürme, in denen die Miliz ihre Waffen aufbewahrt, hineinkäme. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen.
obwohl er mir sonst jeden Tag etwa um die gleiche Zeit über den Weg gelaufen ist. Ich habe das der Miliz gemeldet und dachte, vielleicht haben sie ihn erwischt. Und ich finde ihn da im Kerker wieder. Lord André wusste aber nicht, wovon ich rede. Er kannte den Typen nicht einmal. Okay, das war Joe. Da bist du ja wieder. Harad hat endlich den Vertrag. Oh, lass mich in Ruhe. Ja, ich arbeite für Harad, das weißt du sicher, oder? Ich bin der Lehrling der Stadt. Zum Gruß, Fremder. Wenn du ein gutes Sortiment für Reisende suchst, dann bist du bei mir richtig. Aber ich warne dich. Wir können für Daron noch spenden. Dich bei mir zu bedienen, ohne zu bezahlen. Nee, können wir nicht mehr. Wir haben's. Moment mal. Wir sind ja schon. Sehe ich etwa aus wie ein Dieb? Das geht ja gar nicht mehr. Du wärst nicht der Erste, der sich heute an meinen Sachen bereichert. Ah, ist nicht so schlimm. Alles weiter. Du bist bestohlen worden? Beweisen kann ich's nicht. Der Typ war verdammt clever. Hat sich vorgestellt als Rengaru, wenn das überhaupt sein richtiger Name war. Treibt sich schon die ganzen letzten Tage am Marktplatz rum. Und jeden Abend säuft er sich einen an, am Bierstand die Straße runter. Ich wette, der Mistkerl versäuft mein Geld. Hab nur mal einen Moment nicht aufgepasst und mein Geldbeutel war weg. Mein Mann sieht das anders. Ich könnte dir dein Gold wieder beschaffen. So? Was du nicht sagst. Und warum solltest du das tun? Und das wird noch ich will einen Teil des Goldes als Belohnung. Sieh erst mal zu, dass du mein Geld wieder beschaffst. Dann unterhalten wir uns. Ich will mal wissen, was er an Plan hat. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Ich werde mal sehen, was ich machen kann. Sei vorsichtig. Wenn du den Mistkerl einfach umhaust, werden die Stadtwachen eingreifen. In letzter Zeit ging es hier ziemlich rau zu. Und seit die Paladine da sind, greifen die Wachen bei Schlägereien in der Stadt hart durch. Ja. Also lass dir was einfallen. Werde ich. Zeig mir deine Wahr. Zeig mir deine Wahr. Überlebenskunstwaffen und Geschicke, das ist sehr interessant. Wurzelsuppe. Archolos! Wenn ich nur Wurzelsuppe lese, kommt mir direkt immer Archolos in den Sinn. Toll. So, jetzt machen wir Rengarus Trick 17, falls es immer noch klappt. Er ist schon ganz aufgeregt, weil er uns kommen sieht hier. Jora meinte, du hättest dein Gold. Verdammt, nichts wie weg! Warte mal. Hab ich dich. Was willst du von mir? Du hast am helllichten Tag Jora beklaut. Und er hat dich auch noch dabei gesehen. Also abgesehen davon, dass du ein mieser Dieb bist, würde ich sagen... Ich hab's selbst erlebt. Du ziehst dich jetzt aus. Ich habe einen Anteil an der Beute verdient. Hier hast du die Hälfte und jetzt lass mich laufen. Wer muss die Arbeit ja machen? Ich habe nein, was anderes du gibst mir alles. Du nimmst mich also aus. Na gut, dann nimm das Gold. Und jetzt lass mich in Ruhe. Ich sollte dich der Miliz übergeben. Was willst du denn noch? Ich hab nichts mehr. Lass mich laufen, Mann. Ich habe was anderes gehört. Ich werde dafür sorgen, dass du in den Knast kommst. Ich will keinen Ärger mehr. Wenn du meinst, du musst das tun, dann lass dich nicht aufhalten. Ich glaube da nicht. Aber sieh dich vor. Meinen Freunden wird das nicht gefallen, was du hier abziehst. Ja, für Diebstahl hängt man ja nicht, deswegen weiß er schon. Jo, mir wird sowieso nicht so viel passieren, außer dass ich wieder mal einen Monat sitze oder so, ne? Ich denke, damals waren die Strafen, ich weiß nicht, wie lange man im Kerker saß, im Mittelalter. Schon einige Zeit, aber auch nicht ewig. Hey. Ich will das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren. Rengaru. Rengaru hat den Händler Jora bestohlen. Er wollte abhauen, aber ich habe ihn erwischt. Gut, meine Männer haben ihn schon aufgegriffen. Er wird die nächste Zeit niemanden die mehr haben wieder bestehlen. Eine WhatsApp bekommen, oder was? Geld. Cool. Ja, ich wollte, weswegen ich dieses Thema mit dem, was ich eben noch hatte, aufgegriffen hatte, es gab so einen geilen Satz. Oh, wenn ich den noch replizieren könnte, wäre das so super. Die richtige Frau, ich versuch's mal irgendwie in eigenen Worten zu sagen, die richtige Frau oder der richtige Mann kann dein Leben... Kann dein Leben nicht schön machen? Das gab so einen anderen Begriff, der hat so geil, wie zum Märchen machen. Stellt euch so vor, wie zum Märchen machen. Worum soll ich mich denn noch alles aber die falsche Frau oder der falsche Mann kann zum Albtraum machen. Und das ist ja wirklich so. Ne? Und dann lebst du jahrelang damit. Aber hast die Entscheidung selber getroffen. Du hast sie selber getroffen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist, glaube ich, vielen nicht bewusst. Da geht es dann immer, ich weiß noch, früher war das immer so eine Sache. Hauptsache, man hat einen Freund oder eine Freundin. Da hatte man Status, wenn man eine Freundin hatte.
Und ich denke mir so, Junge, wie kann man so verblendet und blöde sein? Es geht im Leben nicht darum, einfach nur wen zu haben, sondern den richtigen zu haben. Und ich hatte es ja um Heirat und dann zu sagen, jo, mich wäre es jetzt nichts. Aber ich kann viele verstehen, für die ist es was. Das ist ja schön. Und das ist auch das Schönste für sie. Ich meine, wer wäre ich, um jemandem zu sagen, wie er sein Leben zu leben hat? Das kann ich nicht und das darf ich auch nicht. Das will ich auch nicht. So. Aber man sagt ja immer, alles, was nach Aber oder alles, was vor Aber kommt, war scheiße. Nee, aber trotzdem soll die Wahl gut getroffen sein. Weil letzten Endes ist man immer selber dafür verantwortlich, was man da für eine Scheiße verzapft und in was man sich da reinbringt. Und da sich ein Wissen aufzubauen oder eine Awareness, auf welche Qualitäten man achtet, damit wollte ich eigentlich schließen. Ja, ist sehr wichtig, bevor man in irgendwas reinschlittert, wo man sich denkt, oh mein Gott, was habe ich die letzten 10 Jahre eigentlich gemacht? Mit wem war ich da zusammen? Und jetzt bin ich fucking 40 oder 50 und so lange habe ich nicht mehr zu leben. Und genau darum geht es mir da meistens. Warum soll ich mich denn noch alles kümmern? Weil wir leben nicht unendlich. Irgendwer muss die unendlich. Und deswegen rede ich so gerne während eines normalen fucking Gothic Let's Plays über solche Themen. Ich glaube da nicht. Weil ich mich gerne drüber unterhalte, weil ich mich auf die Kommentare immer freue und weil ich mich gerne darüber austausche. Und deswegen mache ich das immer so Podcast-ähnlich. Vielleicht gab es den einen oder anderen, der noch nicht so drüber nachgedacht hat. Und darum geht es mir immer. Und wenn ich den einen wenigstens so ein bisschen auf so einen Pfad bringen kann, dass er drüber nachdenkt, das ist mir schon wirklich alles wert. Und genau aus diesen Gründen, falls sich manche mal gefragt haben, warum bleibt er jetzt stehen und labert über so einen Kram, mache ich das. Genau darum. Zeig mir deine wirklich. Ware. Das ist mir fast schon ein inneres Bedürfnis. Es ist ganz komisch, das so zu beschreiben. Ich hatte da letztens auch mal so drüber nachgedacht, warum ich das eigentlich mache. Den Pfefferbeutel noch mit für Jacken da. Aber es ist aus diesem Grund. Wirklich. Irre, oder? Das habe ich schon immer gesagt. Ja. Und da kann ich gleich nochmal auf was kommen. Nämlich auf ein Lebensziel. Enos. Aber das machen wir, wenn wir jetzt unterwegs sind, sonst stehe ich hier nur rum und mache Scheißdreck. Macht über Wesen und Feuer erlangen. Pass auf, wir machen jetzt nochmal ein Safe-Game. Hier. Enos. Du bist noch nicht würdig. Ah, vielleicht. Das geht noch nicht, Macht über Wesen und Feuer erlangen. Aber dann kann man bestimmt Feuergolems und sowas beschwören. Das könnte ich mir vorstellen. Okay, da haben wir wenigstens 100 Gold gespendet. Ich fühle mich toll. So. Kloster. Kloster. Vier. Da lernen wir jetzt den Goblin. Und die Eislanze dann in Jaken. Da wir müssen ja hier nicht so viel kämpfen. Obwohl ein Feuerball wäre echt nicht schlecht. Aber nee, wir machen es mit Goblins. Alles. Unterrichte mich. Und jetzt lernen wir noch Stärke. Und Opolos kann uns das beibringen. Opelos. Ja. Hey! Ich will stärker werden. So. Die restlichen 9. Nee, warte mal, wir machen noch 2. 2 Punkte. So. Jetzt haben wir 54 Stärke, ist schon mal ein ganz guter Wert. Bis Jaken, da will ich auf jeden Fall so um die auf die 60 kommen, schätze ich mal. Mit dem Goblin-Skelett, jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben einen Runenstein, Knochen eines Skeletts haben wir das. Haben wir das wirklich wieder verkauft? Ne, müsste hier sein, ne? Ja. Das ist ja unter diesen Materialien, dann können wir das, glaube ich, schon herstellen. Aber ich glaube, ich habe die Rune nicht, ne? Die Rune, die Schriftrolle, ja. Wie klar mir das war. Hey! Zeig mir deine Ware. Er hat einen Ring der Unbezwingbarkeit. Er hat noch einen Runenstein. Nehmen wir mit.
So, jetzt haben wir den stärksten Beschwörungszauber in Kapitel 2. Unglaublich geil, das Ding. Ich lieb's über alles. Goblin Skelett ist halt wirklich der Heilsbringer jetzt. Und wir können zwei Stück auf einmal beschwören. Okay, ich dachte, er will wieder was hier. Der steht schon wieder so. Das hätte ich dir vorher sagen können. Magieparade lernen. Dritter Kreis. Glaubst du wirklich? Unterweise mich. Handauflegung, Fernheilung. Magisches Geschoss wäre noch eine Idee, ne? Aber wozu? Ich frage mich, wozu? Windfaust wäre cool, aber bringt uns auch nicht so viel. Nee, komm, lass mal bleiben. Magisches Geschoss wäre halt cool, wenn wir rein Magier spielen würden. Tun wir aber nicht. Wir spielen ja Nahkampfmagier. Genau, nur mal gucken, was er hier hat. Ich brauche ein paar Dinge. Er soll irgendwie einen geilen Ring haben. Ring der Magie, Bonus für maximales Mana. Okay, war doch nicht so geil. Wir haben ja einen Gürtel der Kraft an, ne? Den behalten wir auch. Ring der Erleuchtung. Wir können auch den Ring der astralen Kraft gerade mal anziehen. Das haben wir gerade gar nicht. So, und dann pennen wir nochmal. In unserem alten Bett hier. Ja, ich überlege gerade, wir können von der Taverne aus schon mal in den Wald gehen. Ich frage mich auch gerade, ob die Goblin-Skelette uns da folgen. Zum Großbauern können wir als erstes. Das wäre eine Idee. Vom Großbauern aus. Genau. Ja. Ich überlege gerade, womit ich am besten anfange. Vor allem Pizza Hawaii, wenn ich das schön lese. Ich glaube, der YouTuber Varion hasst Pizza Hawaii. Das habe ich irgendwie noch im Sinn. Das habe ich sogar noch ganz gut im Sinn. Hier haben wir sogar einzelne Feldrüben, na, wenn das der Ertrag ist. Aber die Dinger sind ja auch riesig hier, ne? Hier können wir auf jeden Fall ein bisschen rumdrücken. Da machen wir schon den ersten Damage-Test tatsächlich. Schalter. Das ist wiederum eine unglaublich geile Quest, ne? Hier an den Schaltern rumzudrücken, um rauszufinden, was passiert. Das ist ja immer mit so einer gewissen, ich sag mal, Curiosity verbunden. Dass man dann sich so richtig freut. Oh, was passiert? Wenn ich alle drei Schalter drücke und dann erscheint der Oberhilfs. Also stärker hätte man ihn auch nicht machen können. Guck mal, wie viel Leben ich verloren habe und ich habe 55 Schutz vor Waffen. Ja, den Bauern hätte es fast gelegt. Pass auf. So, sehr gut. Sehr, sehr gut. Wenn wir Erol die drei Steintafeln geben, kriegen wir die nicht wieder. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. So, das war's mit dir. Ich hab echt alle drei bekommen, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Cool, können wir hier nochmal schlafen. Da können wir hier nochmal schlafen. Supi. Ach ja, ich war eben noch bei Lebensziel, ne? Kaum bin ich hier wieder draußen unterwegs, mein Brain ist wieder komplett leer. Ja, und das ist es ja, ne, worum es dann geht. Neben diesem ganzen, ja, was will ich denn erreichen? Will ich eine Familie gründen? Will ich Karriere machen? Oder? Das sind ja so normale Sachen, sag ich mal. So lapidare Sachen schon fast, die jeder macht. Aber was ist der wirkliche Purpose, ne? Ja, vielleicht sehen manche dann in sich, dass sie unbedingt Mutter werden wollen oder Vater und das war's dann. Und das ist ja auch nicht verwerflich. So, aber ich finde, das Leben birgt dann so viele Sachen, die so breit gefächert sind, dass man ja wirklich eine krasse Auswahl hat, was man machen will.
ob man eine geile Buchreihe rausbringen will, ob man irgendwann mal in einem Film mitwirken will. Oder mal abseits von kreativen Sachen, ob man einfach sein Land dienen will, Soldat werden will und dann immer raus in Kampfeinsätze geht. Was ich auch eine sehr schöne Sache finde, dass Leute das machen mit der eigenen Überzeugung, ja, ich will was fürs eigene Land machen. Ist super, wirklich. Ist wirklich super. Ja, und da habe ich mir mal so ein bisschen Gedanken drüber gemacht, ja, was ich da eigentlich will. Und da habe ich mich so gefragt, ja, was habe ich denn Zeit meines Lebens immer gerne gemacht? Und das Ding ist, mir persönlich, ich habe auch mal mit einem Kumpel drüber gesprochen und er hat zu mir gesagt, ja, immer wenn ich deine Let's Plays gesehen habe, hast du über Sachen vom Leben geredet. So, was dir widerfahren ist, wie du Dinge siehst und hat's eine, ja, immer so deine eigene Sicht dargestellt, so. Und ich hatte ja eben schon gesagt, ja, wenn ich jemandem was mitgeben kann, ist mir das wirklich tausende Euros wert. Das klingt so beschissen formuliert mal wieder. Aber ist mir das sehr viel wert, einfach. Und da dachte ich mir, wenn ich genug Lebenserfahrung gesammelt habe, in dem Punkt bin ich jetzt noch nicht. Ich bin immer noch am Anfang. Ich bin jetzt 30 und ja... Ich sehe mich immer noch so, ja, ich habe viele Sachen erlebt, ich bin durch viel Scheiße durch und alles, aber trotzdem bin ich noch am Anfang. Ich sag mal so, wenn ich dann 50 bin oder 45, dann könnte man schon eher drüber reden, weil nach 15 Jahren, ich stelle mir jetzt vor 15 Jahren war ich 15 und was ich da gedacht habe, was ich gemacht habe, mein Main Purpose war da, Mädchen 2 zu zocken und ab und zu mal hier vielleicht... die liebe Rebecca aus der Parallelklasse anzugucken. Aber das war's. Um mehr hat sich mein Leben nicht gedreht. Jetzt ist es viel, viel weiter gefächert. Und was in nochmal 15 Jahren alles dazukommen kann, kann grandios sein. Weißt du? Und weißt du vor allen Dingen, wisst ihr? Ja, und darüber denke ich dann oft nach und dann denke ich mir, wenn ich dann soweit bin, dass ich dann wirklich sage, jo, jetzt habe ich mir so viel Wissen angesammelt, wieso kann man dann nicht wie so eine Art, ja, ich weiß nicht, Mentor für Menschen sein, vielleicht für junge Menschen, dass man denen einfach ein paar Sachen mitgeben kann, dass man sich mal Gedanken machen kann, okay, was ist überhaupt wichtig? Ja, man kann sich immer als der große Erzähler dahinstellen und sagen, so läuft das und. Aber das möchte ich nicht machen. Ich will einfach nur einen Gedankenanstoß geben. Das finde ich immer ganz cool. So, einfach, weil mir persönlich hat das gefehlt. Mir hat ab einem gewissen Punkt in meinem Leben einfach eine Mentorenrolle gefehlt. So, ich muss sie mir suchen, selber. Und das fand ich manchmal ein bisschen schade. Ja, und... Das war immer so das für mich. So, dass du jemanden hast. Achso, das haben wir ja schon alles erledigt, ne? Das können wir alles getrost verkaufen. Der dir so ein bisschen zeigt, wie es geht. Der dir das auch so, der da auch Referenzen hat. Wisst ihr? Der da schon ein bisschen was erreicht hat. Das fand ich auch immer so wichtig. So, nicht einfach, der sich nur dahin stellt und sein ganzes Leben Arbeitslosengeld empfangen hat und World of Warcraft online gespielt hat. Gut, von so jemandem würde ich mir dann auch nichts anhören wollen. Deswegen sage ich Referenz. Wenn jemand wirklich was erreicht hat, so, und ich sehe mich da halt noch nicht, weswegen ich sage, so vielleicht so in 15 Jahren oder so, ja, dann wäre das so eine Sache. Und das, möge ihn da dachte ich mir so, da will ich irgendwann mal hin, so. Das ist so mein Ziel, dass man jemandem was mitgeben kann und das halt wirklich vielleicht fundiert, mit einem Gedanken dahinter, auch so das, was dahinter steht. So, und vielleicht kann derjenige, der das dann alles hört, es kann ja um alle möglichen Themen gehen, dann was für sich mitnehmen und dann vielleicht Entscheidungen irgendwann treffen, die ihm im Leben weiterhelfen oder ihr, wie auch immer. Ne? Das war immer ein Traum von mir, tatsächlich, um mal darüber zu reden. Ich fand das ganz schön, ich fand das cool, weil was gibt's Coole? Ich hätte Lehrer werden sollen, ne? Also, fällt mir immer mal wieder auf so. Ich mache auch immer solche, ich habe mal diesen Persönlichkeitstest gemacht, ne? Mehrmals, ich hatte das ja schon mal in irgendeinem Let's Play bei, ich bin eigentlich kein Fan von, weil das sehr aufgezwungen wirkt. Achso, wir können, warte mal, wir müssen gar nicht mal hier lang, wir können jetzt über Dragomir gehen.
Es wirkt sehr aufgezwungen, was man da sein soll, ähnlich wie so ein Sternzeichen, außer dass man da eigene Antworten gegeben hat und da nicht hineingeboren wurde in irgendwelche Konstellationen von Gasriesen und Erdansammlungen, die dann im Weltraum rumschweben und deine komplette Persönlichkeit ausmachen sollen. Das ist das, was ich von Sternzeichen halte, by the way. Ja, nee, sondern dass du eigene Entscheidung getroffen hast, okay, so und so empfinde ich, so und so sehe ich mich, aber allerdings ist da eine gewisse Verzerrung dabei, ne? So und so bist du nicht wirklich zu 100%, sondern du siehst dich so, du nimmst dich so wahr. Und die Eigenwahrnehmung kann immer so ein bisschen getrübt sein, deswegen sieht man das immer mit Grain of Salt, mit einer Prise Salz, sage ich mal. Ja. Aber da kam auch immer raus, dass ich so der perfekte, was heißt perfekte, aber geeignet wäre, Lehrer zu sein oder Politiker oder irgendwie in die Richtung. Ja. Ob man sich selber jetzt so sieht, ist jetzt wieder die andere Frage, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, aber das mal dazu, ist ein sehr persönliches Thema gerade gewesen. Ne? Ich habe ein bisschen überlegt, ob ich überhaupt davon erzähle. Aber ich dachte mir, komm, für die treuen Zuschauer, die schon lange zugucken vielleicht und die, die jetzt neu dazugekommen sind, über die freue ich mich auch sehr. Wäre es vielleicht mal ein cooles Thema, weil es ja schon so deep gerade ist, diese ganze Folge. Warum nicht? Warum nicht? An sowas ist mir während eines Let's Plays immer lieber. Ich könnte es in Form eines Podcasts machen. Keine Frage. Ich würde es dann so ein bisschen wie Joe Rogan aufziehen, dass man einfach in einem Raum sitzt, so nebeneinander, so ein bisschen dieser amerikanische Stil und dass die Kamera dann immer hin und her switcht und dass man dann mit jemandem redet. Das fand ich immer am coolsten, statt das einfach ohne Bild zu machen und dumm rumzulabern. Man macht das mit so ein bisschen Effort, sage ich mal, dass man sich da wirklich einen Raum mietet oder irgendwas daheim erstellt, keine Ahnung, und beide sitzen am Tisch und reden miteinander. Und das wirkt so richtig authentisch und cool, finde ich so. Das kann man auch machen, natürlich. Ist von mir tatsächlich auch eine Überlegung für die Zukunft, sowas mal zu machen. Statt mich einfach nur hinzusetzen. Man hat ja kein Bild, nicht mal ein bewegtes Bild oder irgendwie nur so ein Standbild und labert einfach nur dumme Scheiße, hohle Scheiße vor sich hin und nennt das dann Podcast. Ja klar, ein paar interessiert das immer. Es ist auch super entspannt, ab und zu mal dazu zu hören. Aber ich persönlich denke immer so, es ist so wie so ein halbgares Gericht für mich. Für mich persönlich. Das geht doch auch cooler. Warum machst du es nicht maximal cool? Warum machst du es denn nicht mit dem maximal möglichen Arbeitseinsatz? Ich sag's mal so. Dass es halt auch wirklich ein geiles Format wird. Und ich denke, deswegen haben so Leute wie Jocko Willink, Joe Rogan und andere, die so coole Podcasts machen, auch so viel Erfolg. Weil das halt in einem Raum ist. Man sieht die Reaktion der Menschen. Und das ist alles so echt, so greifbar. Und das, finde ich, macht Podcasts so cool. Die man sich auf Spotify anhören kann, ist für unterwegs. Echt geil. Und keine Frage, ich liebe das auch. Aber wenn man jetzt daheim sitzt und noch was visuell dazu sehen möchte, ist es halt, wenn man die Leute dann noch in echt sieht, wie sie reagieren, wie sie sind, wie sie sich gegenüberstehen, nochmal eine ganze Ecke cooler, finde ich. So, wir könnten eigentlich mal ein Goblin-Skelett erschaffen, was hier die ganzen Ilte so betrügelt. Ihr seht schon, es lohnt sich ungemein, einen kleinen Helfer dabei zu haben. Und die kriegen auch nicht so viel Schaden, weil die einen verdammt hohen Schutz vor Waffen haben. Die haben zwar keinen hohen Health-Pool, deswegen alle Skelettviecher eine große Schwäche gegenüber Magiern haben, da müsst ihr aufpassen. Und Paladine auch. Da hilft er nur, Masse ist Macht. Also Armeen der Finsternis. Armeen. Plural. Hatten wir hier nicht noch eine Hütte, wo wir Schlösser öffnen können sollten? Unten, ne? Ich habe das irgendwie noch gerade im Sinn. Jetzt geht's gleich. Womit denn? Ah ja. Nehme ich natürlich mit. Gute Goldstücke. Er ist gestorben, ne? Ja.
Aber der spawnt halt immer einen schweren Ast. Und jede Beschwörung ist halt ein Gold mehr in unserer Kaffeekasse. Ich sag's mal so. Ich bin schon wieder bei 40 Minuten, ne? Junge, Junge, es geht immer so schnell. Es geht viel zu schnell. So, Goblin-Skelett erschaffen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Dauer, wie lange die da sind, viel kürzer ist. Und ich finde den Beschwörungssound besser gemacht mittlerweile. Oh, mein Tod, die Idioten. Ja, also wie gesagt, zu den besagten Themen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob euch das gefällt, wenn ab und zu mal so eine Folge kommt. Also jetzt kein Podcast, sondern allgemein, wo ich über solche Themen rede. Mache ich ja immer mal, aber trotzdem immer wieder Feedback dazu zu bekommen, finde ich sehr wichtig. Aber die meisten wissen ja, dass ich kein Let's Player bin, wo man einfach nur Let's Play sieht, sondern dass man auch ab und zu mal so ein bisschen mehr über den Let's Player erfährt. Oh, es wird schon spät. Kennt ihr das, wenn ihr so richtig trockene Augen bekommt? Hilfe. I hate it. So, deswegen würde ich sagen, mach mal hier erstmal einen Cut. Sehen uns zum nächsten Mal wieder. Dann machen wir ja noch so ein bisschen weiter. Wir brauchen noch ein Level up. Ich hatte ja gesagt, so stärkemäßig wollte ich noch ein bisschen was erreichen, dass wir wenigstens so circa auf 60 Stärke kommen. Da können wir auch mal gucken, dass wir so ein Paladin-Schwert in die Hand bekommen oder so. Oder ein Schwert, was halt 60 Stärke benötigt. Und da haben wir immer noch 5 Lernpunkte circa übrig, um dann halt Eislanze oder sowas zu lernen. Deswegen würde ich einfach sagen, lasst wieder ordentlich Likes und Kommentare da. Lasst euch nicht runterziehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.